Neues von den Bayern, Lizenzprobleme für Hannover 96 und Jadon Sancho reagiert auf die Transfergerüchte. Das Idee des Tages, mein Name ist Nico, los geht's. Bei den Bayern köchelt es. Na, eigentlich kriselt es und falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier nochmal das Video, das ich dazu gestern gemacht habe. Und in so einer Situation wird natürlich alles, was in München passiert, ganz genau beobachtet. Und ja, Reporter wollen entdeckt haben, dass die Spieler das Handyverbot von Niko Kovac, das bei Essen und Mannschaftssitzungen gilt, komplett ignorieren und immer am Smartphone sind. Und nicht nur sollen die Spieler vom Trainer genervt sein, auch andersrum. Denn wie gesagt, es ist nicht nur die Rede vom mangelnden Respekt auf Spielerseite, auch Kovac hat scheinbar die Faxen derzeit ganz schön dicke und ist gestern während einer Trainingseinheit, weil er so unzufrieden ist, einfach mal in die Kabine gegangen und danach ist er zwar zurückgekehrt, allerdings nur an den Spielfeldrand, wo er sich dann mit Hasan Salihamidžić lange unterhalten hat. Wenn das alles so stimmt, dann sind das nicht unbedingt Zeichen für ein harmonisches Miteinander in München. Erinnert ihr euch noch an die Aussage von Niko Kovac? Es ist das Schlimmste eingetreten, was wir befürchtet haben. Wir stehen komplett ohne Außenverteidiger da. Ja, das war nach der Verletzung von David Alaba. Jetzt wurde bekannt, dass der Transfer von Juan Bernat zu PSG viel günstiger war für die Franzosen, als man vorher angenommen hatte. Es hieß ja die ganze Zeit, ja, die haben irgendwas um 14 Millionen für den Spanier bezahlt. Aber es waren scheinbar nur 5 Millionen Euro. Also hat man völlig ohne Not und unter Marktwert seinen einzigen Ersatz Außenverteidiger abgegeben. Riesenmove von Hasan Salihamidžić. Und die Bayern sollen nicht nur völlig ohne Not Spieler abgegeben haben, nein, Niko Kovac soll sich auch zwei Spieler gewünscht haben, die er nicht bekommen hat. Und eigentlich sind die Bayern ja so, neuer Trainer, dem erfüllt man immer mindestens einen Transferwunsch. Wir erinnern uns bei Pep Guardiola, Thiago oder nichts. Niko Kovac wollte scheinbar Ante Rebic von Eintracht Frankfurt haben und Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim. Das berichtet zumindest die Sportbild, aber die Transfers sollen daran gescheitert sein, dass die Obrigen des Vereins ein deutliches Veto eingelegt haben sollen und gesagt haben, nope, diese beiden sind nicht gut genug für den FC Bayern. Und es ist natürlich auch relativ einfach, wenn man sagt, ja, der Trainer funktioniert nicht, wenn man dem Trainer nicht mal einen seiner Wunschspieler holt. Aber gut, nicht mal ein Problem. Ein anderer Spieler, der den FC Bayern verlassen hat, wo man sich jetzt ein bisschen ärgern könnte, ist Arturo Vidal. Für 18 Millionen Euro ging der Chilene ja zum FC Barcelona und ist dort nicht gesetzt. Überhaupt nicht. Er hat noch kein einziges Spiel über 90 Minuten gemacht und überhaupt nur zwei in der Startformation. Ich bin nicht glücklich, aber wenn ich ein Problem mit dem Coach habe, würde ich ihm das ins Gesicht sagen. Wie soll ich damit glücklich sein, wenn ich nicht spiele? Ja, verständlich. Auf der anderen Seite erinnere ich mich an die Aussage von Arturo Vidal, Barcelona ist ein anderes Level als der FC Bayern. Scheint richtig zu sein und Arturo Vidal scheint nicht gut genug zu sein für das Level. Hannover 96, Martin Kind gegen den Rest des Vereins. Es findet einfach kein Ende. Nun soll es eine Satzungsänderung bei Hannover gegeben haben, die tatsächlich die Lizenz für die erste Bundesliga in Gefahr bringen könnte. Die Niedersachsen hatten im September Neuregelungen bei der Hannover 96 GmbH und Co. KGA vorgenommen und auch im Handelsregister eintragen lassen. Diese schränken nach Auffassung von Kritikern die Rechte der Hannover 96 Management GmbH, die zu 100% dem eingetragenen Verein gehört, stark ein. Klingt jetzt alles erstmal sehr theoretisch. Laut einer Analyse der Interessengemeinschaft Pro Verein 1896 verstößt der Club aber durch die Satzungsänderungen gegen die Lizenz. Und Martin Kind versucht wohl mit dieser Satzungsänderung die 50+1-Regel auszuhebeln. So wie eigentlich immer, wenn Martin Kind irgendwas macht. Das ist ja sein allergrößtes Ziel, 50+1 muss gehen. Also einfach ein weiteres Kapitel in Martin Kind versus 50+1. Das öffentliche Training der deutschen Nationalmannschaft gestern in Berlin war ein voller Erfolg. 5000 Fans, einige vom Livestream, juhu. Und trotzdem hagelt es weiter Absagen beim DFB. Denn es sind ja bis jetzt schon, ja, alle möglichen ausgefallen. Und jetzt hat es auch noch Leon Goretzka und Kevin Trapp erwischt. Die sollen beide Muskelprobleme haben. Nachnominiert wurden Bernd Leno von Arsenal London und Serge Gnabry vom FC Bayern. Und inzwischen ist das sowas wie die dritte deutsche Nationalmannschaft. In den letzten Tagen kamen ja Gerüchte auf, dass mehrere Clubs aus England Rieseninteresse daran haben, Jadon Sancho zu verpflichten. Und zwar für über 100 Millionen Euro. Nun hat sich das englische Offensivtalent selbst dazu geäußert. Im Augenblick bin ich einfach sehr glücklich, ein Teil von Dortmund zu sein und muss mich natürlich beim neuen Trainer bedanken, dass er auf mich baut und mir viel Spielzeit gibt. Ja, was soll man dazu groß sagen? Zuallererst mal ist es Oktober und man kann derzeit eh überhaupt keinen Transfer einfädeln. Und ich hoffe, dass die Dortmunder keine zu tiefe Ablöseklausel im Vertrag drinstehen haben, denn dieser Junge wird richtig, richtig, richtig teuer werden. Und das war's für heute. Und weil ja Länderspielpause ist, hier nochmal unsere Fakt des Bundesliga-Rückblick vom letzten Spieltag. Schaut es euch an, das ist es wert. Und mein Rant gegen den FC Bayern München. Das war's. Bis dahin, macht's gut.